Emma, herzlich willkommen zum Interview der Woche. Wir hatten dich im Vorfeld gefragt, ob du vielleicht einen Wunschort hast, wo wir das Interview oder das Gespräch führen sollen. Du hast dich für die Kasematten entschieden. Hatte das einen Grund, einen bestimmten, oder einfach nur, weil es dir gerade eingefallen ist? Ja, also für mich einfach sehr beruhigender Ort, so am Rhein, am Wasser direkt. Ja, es ist entspannt, kann ja entspannt rumlaufen, gut essen, auch am Wochenende nach dem Spiel natürlich auch mal was trinken. Von daher, ja, für mich ja, einer der, meiner Lieblingsorte in Düsseldorf. Du bist tatsächlich der aktuell einzige gebürtige Düsseldorfer im Kader. Spielst du auch manchmal den Düsseldorf-Insider, kommen die Leute auf dich zu und fragen mal, hast du mal einen Tipp für mich, wo ich hin kann? Vor allem die neuen Spieler, oder ist das eher selten der Fall? Mittlerweile, also muss ich teilweise sagen, dass auch neue Spieler, die dazukommen, ja, gerade was so irgendwie neue Restaurants oder so angeht oder neue Bars, da besser informiert sind als ich, weil die da ja noch aktiver auf der Suche sind, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe ja von ganz früher schon so, ja, gerade was jetzt so Restaurants angeht, ja, meine Anlaufstellen, wo sich jetzt auch nicht so viel dran geändert hat. Von daher, ja, dass ich da irgendwie ein paar Insider-Tipps gebe, eher selten. Okay. Aber wir bleiben bei Düsseldorf. Karneval steht vor der Tür am 11.11. Es gibt Bilder aus dem Jahr 2017, wo du auf dem Rosenmontagswagen stehst. Mit noch etwas längeren Haaren auch damals. Wir schließen daraus, Karneval, das gefällt dir, das magst du? Ja, auf jeden Fall. Das war bei uns damals in der Schule. Ja, wenn es dann um 11.11 Uhr aus war, war das immer ja auch was Besonderes für uns, was Cooles, ja, wo man ein bisschen raus aus dem Alltagstrott kommt. Von daher ja, freue ich mich da auch dieses Jahr wieder drauf. Am 11.11. habt ihr erstmal was anderes vor am frühen Abend. Dennoch Karnevalskostüm für dieses Jahr oder fürs nächste schon ausgesucht? Oder? Muss ich mal gucken. Lasse ich mich spontan, lasse ich mir da noch irgendwas Besonderes einfallen. Okay. Noch ein anderes Thema. Vor ungefähr einem Jahr warst du schon mal hier bei uns im Interview zu Gast und hast damals, haben wir dich gefragt, warum der Schnäuzer auf einmal weg ist. Damals hast du an der Movember-Aktion teilgenommen, wo auf das Thema Männergesundheit aufmerksam gemacht wird. Jetzt sehen wir, der Schnäuzer ist wieder da. Bleibt er auch oder kommt er wieder ab? Oder wie aus? Also den November über bleibt er natürlich jetzt erstmal und ja, dann danach schaue ich mal, wie es mir gefällt. Vielleicht lasse ich ihn den Rest des Jahres noch dran, vielleicht mache ich ihn ab. Das gucke ich dann, wie ich mich gerade fühle. Okay. Kommen wir mal zum Sportlichen. Du hast zu Beginn der Saison so ein paar muskuläre Probleme noch gehabt, hast schon aber immer mehr in Richtung Startelf und auch in die Startelf gespielt. Im Oktober hast du, glaube ich, jedes Spiel von Anfang an bestritten. Kann man mal so flakativ sagen, sehen wir gerade den fittesten oder den stärksten Emanuel Joa im Trikot bei Fortuna Düsseldorf? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich mich immer noch steigere, aber ja, aktuell ist, ja, denke ich, dass ich schon ja, gut in Form bin. Wie du schon gesagt hast, Anfang der Saison sicherlich wieder ja, ein paar kleinere Probleme gehabt, keine großen Verletzungen, aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, körperlich läuft es noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Das haben wir jetzt hoffentlich in den Griff bekommen. Hab da einfach noch ein paar andere Kleinigkeiten mit in meine Abläufe reingenommen, wo ich noch geguckt habe, okay, wo kann ich noch ein paar Prozente rausholen, wo kann ich noch ein bisschen was anpassen. Ja. Und ja, ich denke, das ist bisher soweit gut gelungen und hoffe natürlich, dass ich das so weiter beibehalten kann. Was kannst du das mal erklären? Was sind das für Abläufe? Woran hast du noch mal gearbeitet, noch mal geschraubt? Ja, das sind das war jetzt zum Beispiel bei mir das Thema Zähne, wo man dann geguckt hat, okay, wie ist der Biss? Weil zum Beispiel dadurch einen schiefen Biss, ja, kriegst du einfach in deinen Körper ein Ungleichgewicht rein und das wirkt sich dann halt bei Sportlern ja dann auf den ganzen Körper aus. Da haben wir was gemacht, aber auch so Abläufe vorm Training, wie bereite ich mich auf ein Training vor, was mache ich da vielleicht so ein paar Übungen, ja, um mich da besser abzuhärten, sage ich jetzt mal, oder auch nach dem Training, ja, um besser runterzufahren, um dem Körper ja eine noch bessere Regeneration bieten zu können. Und ja, damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, auch die Jahre zuvor. Und ja, da hoffe ich, dass ich da jetzt auf einem guten Weg bin. Daniel Thun hat mal auf einer Pressekonferenz gesagt, dass ihr ein Gespräch hatte im Sommer, wo du ihm gesagt hast, ich sehe mich eigentlich eher als zentralen Stürmer.
jetzt bist du in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen gependelt, Außenbahn oder diese zentrale Rolle. Hat sich deine eigene Wahrnehmung, was deine eigene Position angeht, ein bisschen verändert in den letzten Wochen? Ja, was heißt verändert? Also ich habe ja in der Vergangenheit auch ja, schon sehr oft außen gespielt, teilweise mehr außen als Stürmer, wo glaube ich auch der Trainer dann ein bisschen verwundert war, dass ich dann sage, dass ich, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber vorne drin spiele. Mhm. Ja, trotzdem macht es mir außen natürlich unglaublich viel Spaß. Ja, gerade jetzt wieder so zurück zu sein, da ist es mir ja auf gut Deutsch gesagt, egal, was da vorkommt, weiß man. Was das angeht, ist es mir egal. So, ich will spielen, so wie jeder andere auch. Und ob das dann vorne drin ist oder auf der Seite ist, das macht dann keinen großen Unterschied für mich. So, im Moment passt. Das ist ja teilweise starte ich vorne drin, ende dann außen während den Spielen. Ich glaube, das ist auch das, was uns so stark macht, dass wir sehr flexibel agieren. Und ich bin dann der Letzte, sagt der dann irgendwie, nee, außen möchte ich nicht, ich spiele nur vorne drin. Mit der Position kann ich mich auch sehr gut anfreunden. Okay. Du hast schon in Osnabrück mit Daniel Thun zusammengearbeitet. Auch da hat er schon auf sich gesetzt. Kannst du erklären, hat er sich verändert in der Zeit, vielleicht wie damals? Also irgendwie in der Art und Weise, wie er arbeiten lässt oder wie er mit der Mannschaft redet, irgendwie so in die Richtung? Nein, also ich finde, da ist er sich sehr treu geblieben, was das angeht. Vielleicht ist noch souveräner geworden. Jetzt hat natürlich auch ordentliche Stationen hinter sich gehabt, natürlich mit dem HSV noch jetzt bei Düsseldorf. Merkt man einfach, dass er noch überzeugter ist, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er damals bei Osnabrück nicht überzeugt war von sich. Aber so diese Souveränität, die er ausstrahlt, das merkt man schon. Einfach so, ich glaube, er hat einen sehr guten Umgang mit der Mannschaft. Er weiß, wie er welche Spieler anzupacken hat und wie er das Beste aus den Spielern rausholen kann. Und ich glaube, das ist, abgesehen jetzt von den taktischen Sachen, die natürlich auch sehr gut funktionieren aktuell, ist, glaube ich, so dieses auf der menschlichen Ebene, was ihn so besonders macht. Sprichst die Mannschaft an. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler auch in der Mannschaft, mit Fernandes Neto oder Dani Wunk, auch zwei sehr, sehr junge, die aus dem NLZ den Sprung in den Profikader geschafft haben. Genauso war es bei dir ja auch. Bist du da so eine Art Vorbildfunktion für die beiden? Kommen die auch mal auf dich zu und kannst da so ein bisschen auch hineindenken in die beiden? Okay, das, den Weg bin ich aufgegangen und dann quatschen wir mal darüber? Oder ist es auch eher selten der Fall, dass man sich mal auf dieser Ebene austauscht? An erster Stelle freut es mich natürlich unglaublich, da wieder zwei sehr talentierte Jungs zu sehen, die diesen Sprung geschafft haben. Regelmäßig oben mittrainieren, Ello jetzt schon mehrere Spiele absolviert, wo er, glaube ich, auch schon zeigen konnte, was in ihm steckt. Ich bin da jetzt niemand, der irgendwie dann aktiv auf die Jungs zugeht, aber habe natürlich immer ein Ohr offen für Fragen oder auch mal einen guten Rat, weil da werden sicherlich auch Zeiten kommen, wo es dann vielleicht nicht nur nach oben geht, sondern wo man dann auch mal einen Rückschlag verkraften muss und da einfach geduldig zu bleiben. Einfach sein Spiel zu machen, versuchen an sich zu arbeiten, das Beste aus sich rauszuholen und mit der Zeit kommt dann alles. Schauen wir auf das kommende Spiel. St. Pauli hat erst dreimal in Folge auswärts gewonnen. Jetzt dürft ihr wieder zu Hause ran. Das letzte Spiel gegen Nürnberg ging ja leider verloren. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ein paar Spiele dazwischen gewesen. Trotzdem denkt man da noch dran. Ist so ein bisschen so auch wieder Wiedergutmachung, wenn man überhaupt was wieder gut machen kann. Aber spielt das noch eine Rolle? Letztes Heimspiel verloren. Jetzt wollen wir wieder drei Punkte holen zu Hause. Ja, natürlich wollen wir da eine Reaktion zeigen. Was das angeht, fand ich, oder war es gut, dass wir in letzter Zeit viele Spiele hatten, wo wir direkt zeigen konnten, dass wir es einfach besser können, dass wir mehr drauf haben als das, was wir gegen Nürnberg gezeigt haben. Und natürlich ist das jetzt auch ein Stück weit Wiedergutmachung und einfach den Fans zu zeigen, okay, das was wir jetzt auswärts präsentiert haben, dass wir das jetzt wieder mit nach Hause nehmen. Hatten ja davor eine wirklich sehr starke Heimserie.
die können wir jetzt wieder anfangen auszubauen. Mhm. St. Pauli kommt, ein spielerisch sehr starkes Team, was sich aber tabellarisch noch ein bisschen schwer tut. Nichtsdestotrotz, gegen die Top-Teams sahen sie immer sehr gut aus, haben noch nicht einmal verloren gegen die Top 5. Da sind sie jetzt leider noch nicht drin, aber trotzdem, auf was macht ihr euch gefasst? Was erwartet uns da? Ja klar, also spielerisch sehr starke Mannschaft. Man hat es in der letzten Saison gesehen, man sieht es diese Saison. Die Jungs wollen zocken, haben individuelle Klasse, aber sind auch als Mannschaft, so merkt man trotzdem auch, dass es eine eingespielte Truppe ist. Und da müssen wir, genau wie jetzt in den anderen Spielen auch, müssen wir gucken, dass wir da in unser Spiel reinkommen, den Ball einfach gut laufen lassen, uns gut bewegen und dann am Ende nach vorne die richtigen Akzente setzen und da unsere Tore machen. Es werden bis zu 30.000 Zuschauer erwartet, also neuer Saisonrekord sehr wahrscheinlich. Nicht nur beim Anblick dieser Zuschauerzahlen, merkt ihr auch in der Mannschaft so, okay, die Stimmungslage rund um die Fortuna hat sich nochmal ins Positive verändert, jetzt auch aufgrund der letzten Wochen. Merkt man das in der Truppe? Ja, ich denke schon. Es macht natürlich immer was aus, wenn man ein paar Spiele in Folge gewinnt. Ob das jetzt bei den Fans ist oder halt auch bei der Mannschaft. Du hast einfach, so gehst mit einem anderen Selbstvertrauen in die Spiele rein, mit einem anderen Selbstverständnis. Wird uns sicherlich auch zugute kommen, dass wir jetzt, ich sag jetzt mal, so einen eingespielten Kern haben, so, wo jetzt jeder ungefähr weiß, okay, was hat der andere für Läufe, wo bewegt er sich, dass da einfach jetzt ein gutes Verständnis reingekommen ist. Und sowas muss man natürlich versuchen, im Fußball so lange wie möglich auszunutzen. Ich sage jetzt mal, diese positive Welle halt einfach weiterzureiten. Super, dann hoffen wir auf 3 Punkte gegen St. Pauli. Danke dir fürs Gespräch, Emma. Dankeschön.